Willkommen zu Otto Survival. Mein Name ist Herr Fischer, Waldsandwerk. Und ich bin Joe Vogel. Besonders im Winter, jetzt im Frühjahr, ist es für uns schwierig, an essbare Pflanzen zu kommen. Oberirdische Pflanzenteile sind oftmals abgestorben, nicht mehr vorhanden. Hingegen beim Rohrkolben oder bei den Rohrkolbenarten, Düffer Speck, haben wir den Vorteil, durch diesen kanonenputzerartigen Blütenstand, dass wir diese Pflanze immer identifizieren können. Der Rohrkolben hat die Eigenschaft, dass er im Frühjahr und im Sommer durch Photosynthese Stärke, und zwar eine große Menge von Stärke, in seinen Rhizomen einlagert. Das bedeutet für uns, dass wir das ganze Jahr über große Mengen von Stärke, je nach Fundort, sammeln können und diese roh oder gekocht essen können. Rohrkolben sind eine der wenigen einheimischen Pflanzen, die große Mengen von Stärke in den Boden einlagern. Sie stehen fast immer in feuchtem Boden und sind deshalb sichere Wasserzeigerpflanzen. Um an die prall gefüllten Wurzeln zu gelangen, muss man ein wenig graben, was im weichen Sumpfboden aber nicht sehr aufwendig ist. Oberhalb der Wurzel ist es manchmal nicht ganz einfach, den Rohrkolben von Schilf zu unterscheiden. Eine relativ einfache Möglichkeit sind die im Frühjahr und Sommer grünen und fleischigen Blätter. Zupft man solche Blätter ab, dann entsteht hier ein schleimiger Film. Solange der Rohrkolben noch grün ist, noch im Saft ist, kann man die Blätter so abziehen und den unteren Teil der Blätter, den kann man kauen, auskauen, solange er noch grün ist. Das enthält Wasser und Stärke und hat einen Geschmack von Gurke, kann man sagen. Schmeckt nach Gurke. Schmeckt gut. Der Stängel von Rohrkolbenarten ist im Gegensatz zu Gräsern wie Schilf oder Bambus nicht hohl, sondern ausgefüllt. Auch in den unteren Abschnitten des Stängels lässt sich Stärke gewinnen. Die Stärke ist hier aber in festen Fasern eingelagert und man kommt nicht ganz so einfach dran wie in den Rhizomen. Die Stärke ist in den Rhizomen um die Zellstofffasern gewickelt. Um an diese Stärke heranzukommen, müssen wir sie auskauen. Wenn die äußere, häutige, bräunliche Hülle von den Rhizomen entfernt worden ist, kann der Rohrkolben roh ausgekaut werden. Wenn das Gewässersteig bakteriell belastet ist, ist der Rohrkolben in der Regel trotzdem essbar, weil die Rhizome an sich dicht sind. Man sollte aber darauf achten, in welchem Wasser das Rhizom gewaschen wurde. Er sollte nicht extrem stark bakteriell belastet sein. Ist es der Fall, verzichtet man auf die Reinigung im Wasser, auch wenn das Gewässer stark belastet ist, aus dem der Rohrkolben entnommen wurde, legt das Rhizom mitsamt der Erde im Feuer, wartet etwa eine halbe Stunde und ist das Ganze gegart. Der Rohrkolben kann eigentlich schwer mit giftigen Arten verwechselt werden. Beim Rohrkolben wachsen die Blätter sozusagen um den Stamm herum. Ein möglicher Fall wäre die Schwertlilie, wo die Blätter, wie der Name schon sagt, gemeinsam wie aus einer Schwertscheide herauswachsen. Wenn man diese Unterschiede berücksichtigt, ist eine Verwechslung nahezu ausgeschlossen. Der Rohrkolben müsste eigentlich den meisten Bushcraftern ein Begriff sein. Er eignet sich hervorragend zum Ausstaffieren von Kleidung, also als Isoliermaterial,
Der Grund dafür ist, dass der Rohrkolben hier in einem geschlossenen Zustand so fest gepackt ist, dass er diesen Lotus-Effekt hat. Das heißt, er ist absolut trocken, auch wenn ich den bei strömendem Regen oder im Winter aufbreche. Es ist ein perfekter Zunder, auch weil er eben so trocken ist und so fluffig. Zum Essen ist er in der Form nichts mehr, weil die Samen jetzt da schon einfach zu klein sind. Aber der junge Rohrkolben, der lässt sich jetzt dann zum Beispiel braten wie ein Maiskolben und ist sehr energiereich und von gutem Geschmack. Rohrkolben ist ähnlich wie Schilf eine Sumpfpflanze und wächst auf nährstoffreichen und ganzjährig feuchten Böden. Die Pflanze gedeiht praktisch in allen Feuchtbiotopen der Erde, von den gemäßigten Regionen bis in die Tropen. Es sind verschiedene Rohrkolbenarten. Sie gehört damit zu den zuverlässigsten Stärke- und Nährstofflieferanten, die wir im Notfall überhaupt finden können.